So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Part Half-Life 2 Episode 1. Und ja, wir haben es ja jetzt langsam geschafft, aus der Zitadelle zu fliehen. Hatten da noch ein blödes Unglück mit dem Zug und Alex ist immer noch sehr lichtempfindlich. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal weiter und gucken mal, was hier jetzt zu tun ist. Da oben haben wir ja schon Selbstschussanlagen, die haben wir im letzten Part schon gesehen. Ich glaube, die muss ich. Oh, ich weiß nicht. Muss ich die irgendwie. Ich lasse die mir wehtun? Hier liegen überall Zombies rum. Die tun mir doch ganz bestimmt weh. Hallo? Uah, siehst du? Siehst du? Siehst du? Was mache ich denn da jetzt? Scheiße. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Alex? Was mache ich denn da jetzt? Hast du eine Idee? Oh. Guck mal, die haben keine Munition mehr, kann das sein? Auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen aufpassen hier, nicht, dass hier einer aufsteht. Guck mal, der zum Beispiel, oder? Oh, Mine, Mine, Mine. Alles klar, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Kein Problem. Buddeln wir aus. Noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Hier drüben. So, die machen wir alle. Die entschärfen wir alle. Alex, lass mich mal vor hier. Ich mach das schon. Zack. Oh. Warte, 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 warte. Alex, warte, warte. So. Ja. Oh, und der bremst schon. Oh, blödes Mistvieh. Jetzt hat der mich erwischt. Hast du gut gemacht. Hast du die Face Crap hier kaputt geschossen. Super, Alex. So, wir spielen ein bisschen Kickbox, nennt man das jetzt. Das ist, ja, seitdem City 17 kaputt gemacht wurde, gibt es keine Bälle mehr. Deswegen müssen wir jetzt viereckige Kisten nehmen. Kickbox, versteht ihr? Kickbox? Ja, Graffitis. Okay. Okay, okay. Ich sehe überhaupt nichts. Ohne dein Licht bin ich so blind wie ein Maulwurf. Ja? Hier ist mein Licht. Ah. Oh, wieder geile Musik hier. Oh, oh. Wir müssen durch diese Tür durch. Mach mal auf. Mist. Ein Elektroschloss. Wie sollen wir das aufkriegen? Mal sehen, ob wir eine Powerbox finden. Was finden? Das soll ja dein Spezialgebiet sein. Dr. Kleiner meinte, wenn er sich mal aus seinem Büro ausgesperrt hat, gab's immer ein Rennen zwischen dir und Barney, wer als erster wieder drin war. Okay. Ja, dann ab geht's. Bin ziemlich sicher, da darf ich nicht runter. Oh, guck mal hier. Ist das jetzt böse? Nee, das ist einfach nur Licht, oder? Nee, ist das nicht. Ich lasse das mal hier fallen. Oha. Nee, das ist mir. Oh, ist ja hier. Ist aber sehr tief. Bisschen zu tief sogar. Ah, hier, dieses Lüftungsschacht klettern. Na, wie haben wir das vermisst, oder? Lang ist's her. Ah, ich liebe es in so stinkenden, müffelnden, verrosteten, ekelhaften Lüftungsschächten, Schächten rumzukichen. Hau ab! Hau ab! Noch eine? Nee, oder? Ist aber wirklich. Alter Schwede. Wirklich, wirklich dunkel hier. Muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich hoppe hier nur meine Anzugenergie und mehr auch nicht. Komm ich da oben durch? Ah, hier liegt überall was. So, zack und zack. Und. Ah, verdammt jetzt. Oh, jetzt hab ich gekippt. Wollte ich doch gar nicht. So, so. Mist. So. Mist. Oh, da ist die Puffgun drin. Ja, machen wir einfach so, oder? Lol. Warum? Ach so. Warte, warte, warte. Müssen wir hier? Ja, so. Und jetzt. So. Und so. Und so. Kann man mal das Licht ausmachen? Was meint ihr, wie lange brennt es? Wahrscheinlich nicht so lang, oder? Shit. Und jetzt, Alex? Die Scheiben hier, die kriegen wir auch nicht kaputt, oder? Das sind doch hier so super bruchsichere Dinger.
Achso, Pumpgun wahrscheinlich. Ach, ich bin ja manchmal so. Menschenskinder. Alles klar. Hammer. Kein Problem. Ja, noch mehr. Oh, eine Pistole haben wir jetzt auch. Freut mich. Und dann. Oh, oh. Oh, Licht. Sehr schön. Ha. Nicht schlecht. Ja. Und du hast eine Waffe gefunden. Küsschen. Küsschen. Komm schon. Küsschen. Küsschen. Na gut, dann eben nicht. Später, glaube ich. Ne? Später kriegen wir auch mal ein Küsschen. So, und, na. Na, kommt doch. Leute, weit auf den Zombie. Muss ich dir jetzt anleuchten, damit du die killst, oder was? Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Machen wir mal. Warte, warte, Alex, hier drüben erstmal. Hier müssen wir nochmal gucken. Siehst du, da liegt nämlich schon wieder eine Pumpgun. Und das. Schon krass, dass das so dunkel ist, ne? Also, war ja schon öfter mal dunkel, aber noch nicht so dunkel, wie es jetzt dunkel. Oh. Oh, Ameisenlöwen. Ich habe meinen Ball nicht mehr dabei, meinen schönen Stressball. Alex! Alex! Oh nein, oh nein! Alex! Oh geil, habt ihr gesehen? Haha! Ah, die Frau weiß ich zu werden. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Warum sind denn hier jetzt auf einmal überall... Ich will meinen Stressball wieder haben, damit ich mich sicherer fühle. Sonst muss ich... Hier? Das Combine-Schutzfeld muss ausgefallen sein. Wurde wohl über die Zitadelle gesteuert. Ich muss mal hier Anzugenergie sammeln. Buh. Ach ne, da steht sie. Buh. 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 Ich könnte das einen Tag, ganzen Tag lang machen. Oh geil. Wie sie immer ihr Gesicht verzieht. Tut mir leid, Alex. Ich mache nur Spaß, ne? Weißt du, ich bin lustig, gell, Alex? Ich bin ganz lustig. Mehr ist das ja nicht, ne? Nur kleines Späßchen, ne? Der Gordon Freeman ist ein kleiner Witzbold, ne? Ach hier, guck mal hier. Der steht bestimmt auf, Alex. Alex, pass auf. Das scheint ein Truppenzug zu sein. Oder auch nicht. Was ist das denn? Ein Combine-Zombie. Ja, genau. Das ist quasi ein Zombein. Ein Zombein. Zombein, verstehst du? Zombein, ja, genau, Zombein. Okay. Ja. Ah, herrlich, oder? Zombein. Hey, schon witzig, oder? Ein Zombein? Mist. Achtung, er hat eine Granate. Vollidiot. Okay, Zombein sind auch nicht cleverer wie, Zombies. Was machen wir jetzt hier? Ah, hier, guck mal, hier müssen wir lang. Ah, schon wieder so ein dunkler Gang. Und jetzt kriegen wir hier bestimmt noch mehr Zombies. Wow, wow. Okay. Alex, Alex. Ich sehe überhaupt nichts. Muss schon ganz schön scheiße sein für Alex, oder? Ist überhaupt gar nichts zu sehen. Oh nein, Alex, Alex, Alex. Oh, ich danke dir. Super aufgepasst, Mädel. Ganz klasse von dir. War hier, komm. Sprint.
Hier oben. Hier oben. Sehr schön. Du hast dich jetzt aber nicht voll kotzen lassen von dem, oder? Ich hoffe mal nicht, sonst kommst du heute Abend nicht mit ins Bett. Also, ich weiß, so weit sind wir noch gar nicht, aber... Wir müssen wirklich mal Dr. Kleine um eine neue Akku geben. Oh, und auch noch so ein giftiger. Verdammtes Mistvieh. Kommt noch einer. Achtung, Achtung, da kommt noch einer, Alex. Kommen sogar noch zwei. Bumm. Bumm. Mit der Gravity Gun macht es viel mehr Spaß. Ist viel lustiger. Was machen wir jetzt? Ah, jetzt können wir wahrscheinlich da drüben durch die Tür, oder? Jawohl. Alex, Alex, Alex. Wo, 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 wo? Leuchte weiter auf den Zombie. Ist ja gut. Ich muss auch erst mal gucken, wo die sind. Gar nicht so einfach, mit einer Taschenlampe den richtigen Weg zu leuchten. Mädel. Kannst du auch selber haben. Alex, jetzt darfst du nochmal. Komm, komm. Auf. Nein. Oh, 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 oh. Alex, hier ist er, hier ist er. Aua. Der hat voll reingesprungen. Oh, noch einer. Oh, jetzt ist aber hier auf Vorsicht geboten. Ach, komm schon. Lass mich. Was geht denn hier ab? Lass mich hier durch, verdammt. Ah. Pass auf, die anderen kommen hier hoch. Oh, die kann ich ja sehr gut mit der Gravity Gun anhauen. Es geht echt gut. Alex, du musst hier mal. Ach so, warte mal, ich glaube, ich soll. So. Vielleicht mal ein Stück zurück. So, ich glaube nämlich, jetzt kommen die da nicht mehr raus. Siehst du? Ja, ich weiß. Ich guck mich hier noch schnell um und dann machen wir da uff. Vielleicht könntest du da auch mal das Rädchen drehen, oder? Ja. Ich mach das schon. Ist okay, ich weiß, es ist verrostet, es geht schwer und so. Ist alles klar, ist alles klar. Oh nein! Das ist aber das Fahrrad in Ruhe, kann das Fahrrad nichts dafür. Mensch. Mädel, stell es mal beiseite hier. Das arme Ding. Geht noch kaputt. Das, was sowas kostet. Das Ding da bestimmt 600, 700 Euro hier. Vielleicht noch mehr, man weiß es nicht. Warum quatsche ich heute eigentlich schon wieder so viel Mist? Ich weiß es nicht. Alex macht gute Laune, oder? Das wird sein. Ach ja, ach ja, ach ja. Alter Schwede. Das war seltsam gesprungen. Warum ist denn das hier über... Wow, 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 wow. Oh nein, Alex. Oh, Alex, Alex. Das war uncool von dir. Ja, ich weiß, aber auch von mir. Aber eigentlich will ich hier durch. Oh shit, ich wollte das Fass haben. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Guck mal mit so einer fucking Granate. Mann, das hat mir jetzt ganz schön wehgetan. Fuck off, ey. Ah, Licht ist aus. Oh, fuck. Oh, fuck.
Ich wollte es mir gerade schnappen und das auch noch werfen und dann habe ich gesehen, das brennt und dann habe ich noch knallen gehört. Okay, jetzt können wir es besser machen. Da hockt noch einer. Die Schall trifft uns nicht. Ha! Oh, oh, oh. Wo ist er? Ja, ich glaube, diesmal machen wir es dann doch mit der Bumpgun. Spät, scheiße. Wow. Tricky Stelle hier. Jetzt können wir den Graviton nehmen. Ja, wir hätten... Oh. Wir hätten das Sprengfass direkt anschießen sollen, als alle Zombies noch da hinten waren. Schade. Na, vielleicht sterben wir nochmal. Dann machen wir es richtig, oder? So. Ah, scheiße. Nein, nein, nein. Ach, ach, ach. Ach, Mann. Nee. Jetzt nehme ich die Pumpgun. Ist doch kacke. Ist doch... blöd angestellt, ich weiß. Ich weiß. Macht mir keinen Vorwurf. Macht er eh, aber... Oh, jetzt hat er mich wieder getroffen. Dieses blöde Vieh. So. Das war zu früh, glaube ich. Ja, oder auch nicht. Ich gehe mal durch, Alex, und du schießt hier noch ein bisschen. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh. Ach man, immer weil ich es cool machen will. Immer deswegen. Ich mach das jetzt nicht mehr cool, okay? Ja, stirb. 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 Ja, erstmal machen wir hier. Ja, alles klar hier. Zap, zap, zap. Ja, und hier machen wir auch. Einer blöden Granate. So, jetzt schießen wir das Ding da an. So. Komm schon. Oh Mann, das war jetzt aber auch nicht cool. Jetzt wollte ich es cool machen, aber es war gar nicht cool. Wisst ihr, wir hätten die Viecher leben lassen sollen. So sieht es nämlich aus. Ach, leck mich doch am Arsch, ja. Komm, Alex, hier auch noch. You made it, Alex! Alex! So. Ach ja. Hat ja überhaupt nichts gebracht hier. Shit, shit, shit. Nein, hopp! Ach, du Drecksack, Mann! Du verdammter, blöder... käufliche Frauensohn! Mensch. Jetzt habe ich ja aber hier die Nase voll. So, wir lassen die jetzt mal bitte leben. Ich guck da jetzt nicht hoch, okay, Alex? Wir lassen die jetzt mal leben, dann kommen die nämlich hier alle gar nicht mehr durch. Komm, lass dich hochziehen. Oh, was war das? Oh no. Das habt ihr gar nicht gehört, oder? Das habt ihr nicht gehört. So was Blödes aber auch. Wollte ich gar nicht. So, warte, ich bin gleich wieder da. Gleich geht's weiter. Ach, Mann. Immer so Störgeräusche. Diese scheiß Handys, ey. Verdammt nochmal.
So, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was hier passiert ist. So, jetzt müssen wir hier aber doch noch ein bisschen Radar machen. Klau mir doch das Fass nicht, Mann. So, dann hier. Und da oben vielleicht. Wir machen jetzt mal so. Die Alex hat eigentlich voll die coole Waffe. Ich glaube, das war diesmal besser. So geht's. Warum dann nicht gleich so? Muss man vorher wieder abspeichern hier, bis... Ach, der war schon tot. Bis das dann mal klappt. Eine Scheiße, ey. Was ist ja eigentlich hier? Wieder so ein Loch für diese Sandviecher oder was? Ich glaube, sonst war es das. Gibt's nichts mehr? Da müssen wir hier durch. Alex, ich sag dir, ich weiß nicht, warum ich das weiß, aber ich glaube, wir müssen hier durch. Guck. Guckst du, hier geht die Tür auf. Ah, hier, das ist ein neues. Aber das kann man auch nicht so genau lesen. Schade. Aber gut, gehen wir hier hoch. Komm, wir hauen jetzt schnell ab, weil sie hat ja kein Licht, ne? Dann steht sie da allein im Dunkeln. Oh, Gordon, bitte rette mich. Und dann kommen wir mit unserer Taschenlampe. Jetzt wollte ich schon sagen, The Lady of Light, aber wir sind dann The Man of Light, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, habt ihr ja bestimmt auch geguckt bei mir. Ich verrate es jetzt nicht, aber ihr wisst es ja eh. Ach, jetzt kommt... Oh, Vorsicht! Oh, oh, weg, Alex, weg, 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 weg! Der macht gleich Bumm. Scheiße, da sind zwei Löcher, ne? Ich kann besser ziehen, wenn du sie umstehst, Gordon. Da könnte ein Loch sein und... Obwohl, nee. Da sind so komische Fliegen drüber. Gucken wir mal, ob ich das zumachen kann mit dem Auto. Schon ein bisschen witzlos, dass ich die mit dem Graviton so einfach... machen kann. Ja, nee, siehst du, das sind doch hier alles. Scheiße, haben wir drei Autos? Nee, haben wir nicht. Dann muss ich, glaube ich, jetzt ja ein bisschen flotter machen. Nehmen das hier noch alles mit, was hier rumliegt. Halt durch, Alex, halt durch! Immer ganz locker aus der Hüfte schießen, Alex, dann packst du das schon. Stell die ganze Heilung auf, du brauchst sie eh nicht, oder? Komm, Alex, hier hoch! Alex! Komm, 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 komm! Mädel, komm doch! Mädel, komm hier hoch jetzt! Ach, du machst es so spannend, ey. Ich sag's euch, die will von mir gerettet werden, ich sag's euch. Die macht das mit Absicht. Die steht auf mich. Ein Loch hätte ich eigentlich zumachen können, oder? Komm, ein Loch mal schnell zu. Ah, hör auf, du Scheißding, du! Mach's kaputt, du! Okay, Alex, jetzt können wir weiter. Schnell, geh hoch, komm, geh hoch. Jetzt machen wir mal hier safe. Oh, kommt direkt einer angeflogen, als ich gespeichert habe. Aber egal, das haben wir alles im Griff. Schnell Bilder angucken. Ja, okay, kennen wir schon. Jetzt noch ein bisschen töten, ne? Lol, wie die weggeflogen sind, oder? Lol. Ist doch was? Machen wir jetzt einfach wieder zu hier. Da kommt nämlich nur noch einer raus. So. Alex, meine Fresse. Pass doch auf, Mädel. Pass doch auf. Oh, jetzt wird es aber, glaube ich, doch eng langsam hier. Ist hier irgendwo Heilung? Nee.
Eine Granate haben wir gefunden. Guck mal, da drüben ist noch ein Auto, Alex. Das ist wohl nicht schnell. Halt durch, Mädel, halt durch. Ah ne, da komme ich gar nicht dran. Scheiße. Ach, das ist ja schade. Ah, hier ist aber Heilung. Ah. Kommt doch. Ich höre schon wieder einen Zombie. Aua! Boah, verdammt nochmal. Komm hoch. Ach. Komm jetzt! Mädchen! Mädchen, komm hier hoch jetzt. Schieß doch nicht. Man kann sich, glaube ich, nicht entscheiden, ob sie hier Heldin spielen will oder. Oder Opfer sein will. So, hier können wir nochmal in die dunkle Ecke gucken. Sehen wir aber nichts. Darum gehen wir hier nochmal Bilder angucken. Guck mal hier. Was ist das denn? Das ist neu. Ah, hier das Auto. Das ist doch hier auch bestimmt wieder was für Sodius, oder? Ja, was steht da? Ich kann es nämlich überhaupt nicht lesen. Überhaupt nicht. Ich hab da gar keine Ahnung von. Oh, oh, oh. Weg, weg, weg. Oh, jetzt ist meine Pistolen. Hier rüber, hier rüber. Genau. Ach, ich bin noch ein Spacko, ey. Absala. Genau, lass mich schon mal vor, Mädel. So. Und jetzt aber hier hops und hier hops und. Das wollen wir natürlich haben, oder? Alex, bitte beschütze mich, Alex. Alex, Alex, au, 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 Alex, Alex. Oh Mann, was muss ich da vielleicht was drunter legen? Das ist doch hier. Also das geht ja dann ganz schnell wieder zu, ne? Na, wahrscheinlich müssen wir hier einfach auf Alex hoffen. Komm schon, Alex, du schaffst es, Alex. Scheiße, sobald die mich treffen, geht das direkt runter. Okay, da müssen wir jetzt irgendwie das. Alles klar, wir müssen das Auto jetzt da runterbringen. Okay, ich hab's gecheckt. Uah. Uah. Oh no, oh no, oh no, oh no. So, jetzt aber schnell. Komm, zack, zack, zack. Wo ist das Loch? Da drüben. Lol, wir haben ihn ins Auto geglitscht. So, reicht es? Oh, ich werde gleich sterben. Ich werde gleich sterben. Guck mal, die sterben diesmal gar nicht, wenn ich die an. Krasse Viecher, ey. Haben die denn jetzt auf einmal nicht? Die sind doch vorhin gestorben, oder nicht? Oder habe ich mir das noch eingebildet? Okay, auf jeden Fall können wir jetzt da oben schnell dieses blöde Rädchen drehen und dann ist ja leider hier schon wieder fast der Bad vorbei. Meine Güte, haben wir jetzt so lang gebraucht. So, wollen wir hoch. Und ich wollte doch mal probieren, das geht doch bestimmt hier auch, oder? Siehst du? So, Mädchen, ich bin da. Guck mal, hier ist doch bestimmt was. Ist doch bestimmt was. Oh Mann. Hätte jetzt aber mal sein können hier. Oh. Das war doof. Taschenlampe an und sprinten. Ne? Das ist wie heizen mit offenem Fenster. Ne? Irgendwie. So. Ach, Spannung pur hier. Wahnsinn. Zap, zap. Ja, komm. Jetzt ist fertig. Jetzt kann man hier durch. Ich höre meine Gedanken. Was, du hörst deine Gedanken? Oh, Entschuldigung. Ja, war mit Absicht. Entschuldigung. Nee, war mit Absicht. Ah, sie gewöhnt sich, glaube ich, langsam dran, oder? Die kann da schon immer länger reingucken.
Wollen wir noch hier? Wollen wir noch einen Raum oder? Nee. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Ich höre da schon wieder. Ach so, habt ihr gewusst, dass, oder guckt mal bei YouTube vielleicht. Es gibt nämlich ein kleines Easter Egg, wenn man dieses Zombie-Gestöhne rückwärts abspult, dann sagen die nämlich was. Ne? Müsst ihr mal bei YouTube finden. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. So Half-Life, Zombie, Backward oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Ist nichts Tolles, aber ist ein lustiges Easter Egg, ne? Ich könnte es ja vielleicht sagen. Ich glaube, die sagen irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt lehne ich mich wieder viel zu weit raus. Aber ich glaube, die sagen irgendwie... Gott! Oh mein Gott! Help me! Help me, Gott! Und dieser Sound ist dann einfach rückwärts abgespult. Und deswegen machen die so komische Geräusche. Es ist dann so... warte mal. Gott? Dog! Kommt dabei raus irgendwie sowas. Müsst ihr bei YouTube mal gucken. Ich kann das jetzt nicht so cool nachmachen. Alex ist so ein bisschen. Ah ne, jetzt guckt sie wieder. Ah, die ist schon, ne? Ja, das ist schon. Schon ein sexy Vibe hier, ne? Und dabei hat sie noch nicht mal so einen tiefen Ausschnitt und so dicke Bubis hat sie auch nicht. Aber trotzdem. Sehr sympathisch hier, unsere Alex. Okay, ich mache jetzt hier mal Schluss und wir hören uns wieder zum nächsten Part, ne? Das war euer Längster. Bye, bye.